Weiter geht's mit Unusual Finding, die Demo. Ja, in der letzten Folge wollten wir Erwachsenenfilme gucken, aber Tony Schmoni hat das nicht hingekriegt. Der hat irgendwas mit Aliens gemacht. So, was soll das? So, ne? So, ich wollte mal gucken, hier irgendwelche Flüssigkeiten. Wie in jedem Point-and-Click-Adventure, ich meine, jeder kann spielen, wie er will. Ich spiele es auf meine Weise, das heißt, ich gucke mir alles an, was ich finden kann. Ne? It smells funny. What do you want me to do? Lap up the puddle of yuck? I'm not touching that. I think this is one of the oldest pines in the woods. I prefer not to talk to vegetables. What are you, a tree hugger? Öko-Freak. Come on, don't be a chicken. Let's find that alien. I'm not hey. A chicken. I was just making sure he wasn't in that direction. We just came from there. Oh, Tony muss mal wieder einen raushauen, so weißt du. Ah, hier ist die Flüssigkeit. Okay, ich habe nur das da gesehen gerade. Das können wir sicherlich umwerfen. Aber erstmal gucken wir mal uns hier nochmal ganz. Okay. Dann werfen wir es mal um. Hit by lightning. Or a fireball. Maybe the alien did this? No, Vinny was right. It was definitely a lightning strike. It was like that a week ago when I went hiking with my dad. I can't talk to that. We've got to get over there. But the stream's in the way. Nah, this water is gross. We really don't want to drink this. Instant squirts. I have tried it, and I can assure you that rumor is 100% true. This water's ice cold. Not a good season for swimming. This rusty thing controls the flow of the stream. I can't talk to that. Aber es sieht mir von hier jetzt aus, dass es gar nicht so breit ist. Also theoretisch könnte er eigentlich nur rüberhüpfen oder einfach rüberlaufen. Oder ist es halt einfach von der Perspektive jetzt einfach. Weil der Stream ist weg hier. Der Stream? Nein! Ja. So, jetzt halt. Wirf ihn mal um, Winnie. Und herzlich willkommen bei Eggle. Gott, Timber. Lang nicht mehr gehört, das Wort. So, dann können wir jetzt... Nein, ich hab's... Warte mal, jetzt. I can't move it. It's too rusty. Let me give it a try. Yeah, this is too rusty. We need something to lube it up. Okay, dann gehen wir mal hier noch ein bisschen. Ah, okay, das ist so. Ich, lange her ist es, dass ich ein Adventure gespielt habe. Ein Point-and-Click-Adventure. Kann man nicht so anzeigen lassen? Ach, guck mal, mit 3 kann ich auch Inventar rufen. Oder irgendwas? Warte mal, Steuerkreuz nach oben. Ich guck mal. Ob es was gibt, weil in einem Adventure gab es mal so ein... Ah. Deswegen... Oh mein Gott. The vegetation's really dense here. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr das cool findet, sowas. Aber ich finde das halt gut, weil so verpasst man dann halt auch nichts, ne? Is anybody in Ach, there? Im Busch redet I'm er, wa? Happy nobody answered. Ich bin glücklich. I can't find anything in this bush. Okay. Aber das finde ich gut. So, dass man das denn hat, dass man dann gucken kann. Auch cool mit diese Space Invader, ich weiß nicht, wie man diese Dinger nennt, was wir in der letzten Folge ganz am Anfang hatten. Diese, die man abschießen tut, sind das, glaube ich. This tree gives me the creeps.
I prefer not to talk to vegetation. It's a tree, all right. And it's not going anywhere. Look, the bushes are moving. Hello? Mr. Extraterrestrial, is that you? We saw your transmission. We come in peace. They don't... Those are not the aliens we're looking for. Those are wolves. I knew this was a bad idea. Quick, pretend to be bigger. Wolves almost never attack adults. Go away. I've got a mortgage to pay. Shoo, shoo. Really? Shut up, it's working. Shoo, shoo. I have 3 kids and a boring job. Shoo. This isn't working. Any other plan? Oh Gott, ich kann nicht mehr, ne? Das ist so geil, ey. Lauft. Jeder für sich, der langsam. Oh Gott. Erschrecken wir sie, indem wir uns aggressiv verhalten. Ich stürze mich auf sie. Entdeckt mich, Gott. Ich nehme das, weil es halt einfach lustig ist. Komm, let's go. Every man for himself. Let the quicker mourn the slower. Hey, I'm the slowest. I don't know, I'm not feeling that agile tonight. I ate way too many tacos at dinner. Do we have any other plans than cowardly running? Okay, those wolves were bad enough. But that sound perturbed me even more. If that was an alien, aliens are loud. We should get away from here before the wolves change their minds. What are you doing here? This is no time to visit the woods, kids. Didn't you know the area's full of wolves? Yeah, we just saw some of them over there. You were lucky they didn't attack you. You better get home. If you do it quick, I won't tell your parents about this. Sir, yes, sir. Let's go. Wait! Do you know what this blue liquid is? It was like this when we got here. Did you see or hear anything else unusual tonight? No. Something tells me you're not being honest with me. Does anyone else know that you... What the hell? Run! Let's get to the treehouse. Finde ich gut, dass Tony auch gesagt hat, wo wir hingehen, damit das Monster auch kommen kann. Nice. Here's the situation. Alter, Sam Barmy, lass grüßen. There's a killer alien in town. And we're the only ones that know about it. We should tell the police. We could try, but I don't think they'll believe us. We could at least tell the park rangers that one of their guys was attacked in the woods. That makes sense. I think we should stop it ourselves. Who knows how many people that creature is going to kill before the police realize what's up? Any suggestions on how we're gonna do that? I was thinking of setting a trap. A bear trap. No one can escape a bear trap. I think it would be better if we could ensnare him with a strong net. He seems to have long limbs, so in my opinion, a net would be the more effective option. We could dig a big hole and cover it with leaves. Who do you think you are? Willie E. Coyote? Because your net idea is so much better! Please remind me, what are we trying to catch again? An alien or a shark? Gentlemen, please, there's no need to argue. Look, we don't know anything about this alien, except that it's all gangly and likes to stab people. Maybe we should take a blanket approach, you know? Cover all our bases. We can put together a bigger trap that uses all 3 ideas. The hole, the net, and the bear trap. At least if it fails, nobody can point fingers. Sounds fair to me. And don't worry about digging the hole. I'm sure the bull will help us with that. He owes me big time.
Oder was? Das war's? Glückwunsch, du hast das Ende der Demo erreicht. Willst du mehr erfahren? Okay, ziemlich cool. Ziemlich cool. Also, was soll ich sagen? Das Game ist gerade ein Angebot tatsächlich. 12 Euro im PlayStation Store. Die Demo kann man sich da auch runterladen. Ich denke mal, die Demo gibt es auch auf Steam oder sonst dergleichen. Ich finde das jetzt schon ein geiles Spiel. Ich finde die Musik, dieses Synthie-Pop da geil. Ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber ich höre das ja jetzt die ganze Zeit. Geil. Ich finde die Animation geil dafür, dass es Pixel ist. Man sieht im Hintergrund noch irgendwelche Locations, die wir noch erreichen können. Spiele, Minispiele, noch mehr Easter Eggs. Ich meine, wir haben jetzt hier Star Wars gesehen. Zurück in die Zukunft. Na, halt zwar das Klischee 80s Easter Eggs, aber hey, für mich hat's gereicht. Vielleicht sehen wir auch noch ein paar Stranger Things Elemente, sowas wie jetzt das Labor hier. Da ist die Map, die Shopping Street. Und da habe ich dann schon im Trailer gesehen, dass man da viele verschiedene Orte besuchen kann, so in Anführungszeichen Hubworld-mäßig, weil das ist ja schon die Welt. Das ist, glaube ich, hier Scooby-Doo, das Bus. Ich weiß nicht, Scooby-Doo, ist das 80s? Könnt ihr mir auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Was soll ich sagen? Cooles Spiel. Coole Synchronsprecher. Top in Englisch. Cool. Schöne Demo. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und zugeschaut habt. Ich würde sagen, wir hören uns und... Ja, sehen uns tun wir ja nicht, aber wir hören uns in der nächsten Folge von Einspiel von Ghostwire Tokyo. Das läuft auch gerade, ist das Hauptprojekt hier gerade auf dem Kanal. Könnt ihr auch gerne reinschalten. Oder gerne bei der nächsten Demo einschalten. Ihr könnt liken, disliken, aber wenn ihr disliked, gerne einen Kommentar schreiben, was verbesserungswürdig ist. Denn ich bin für Vorschläge gern zu haben. Und ihr könnt den Kanal abonnieren, kostenlos, das geht auch, das muss ich leider sagen, weil das hilft einfach, den Kanal zu wachsen. Das hilft halt einfach für mich, dass YouTube sieht, okay, man kann die Videos auch zeigen und so. Und dann seht ihr natürlich auch mehr solcher Spiele, Demos oder irgendwelche Let's Plays, die ich hier auf dem Kanal mache. Der Kanal ist nichts Spezielles, ich werde das spielen, worauf ich Lust habe, und diese Demo fand ich cool, schön. Hat mich an 80er erinnert, da ich ein Nostalgie-Kind bin. Finde ich das einfach richtig geil. So, fertig mit dem Geschnulze. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns. Wir hören uns in einer nächsten Folge. Oder Demo. Was auch immer. Tschüss.